Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Wer bietet mehr? Heute wieder in der Team-Edition. Und wir haben heute die Teams Dennis und Jonathan gegen Sebastian und Peter. So nämlich. Ihr kennt Wer bietet mehr? Wir suchen gleich 30 irgendwas. Es ist so ein bisschen neu für uns, muss man sagen. Denn Andi hat dankbarerweise ein sehr cooles System programmiert, aktualisiert, dass das für uns etwas leichter ist aufzunehmen und auch für den Cut vielleicht ein bisschen leichter. Das sieht sehr schön aus und das hat Sounds, das werden wir gleich erleben. Wir starten mit Runde 1 und es geht heute. Möchtest du wirklich starten? Ja, ich möchte starten. Ja. Die meist erwarteten Spiele 2022, auch noch Spiele aus dem abgelaufenen Monaten, 30 Stück. Die Quellen sind GameRant.com und Time.com. Und da ein Hinweis, der eine Artikel ist vom 31. Dezember 21, der andere vom 7. Januar 22. Ne? Weil sind ja auch, wir haben schon April, sind ein paar Spiele schon erschienen. Ja. Mhm. 30 Stück hätte ich gerne. Ihr könnt euch ja jetzt gleich in ich schiebe euch gleich einfach dementsprechend, oder das mache ich jetzt schon und dann beginnt die 5 Minuten. Die Sepp, ich habe dir eine Tabelle geschickt zum Eintragen. Ah, ja. So, Peter und Sepp, Ram und Jake können hierbleiben und 5 Minuten starten jetzt. Okay. Wie genau willst du es haben? Würde dir Gran Turismo reichen oder brauchst du ja, Gran Turismo? Ja, wenn ich 7? Weiß. Das also, neue Gran Turismo. Ja, das neue wäre schon gut zu wissen. Also, solange ich die Spiele erkenne und hier in dieser Liste finde, ja, okay. Ist das okay. Solange ich die in dieser Liste finde. Ja. Ja. Aha. Oh, hier, God of War 2. Glaube ich. Könnte es sein. Hier FIFA. Was ist mit Pokémon? Wie hieß es? Arceus? Ja, Pokémon-Legenden. Kurze Info, die habe ich mit meinem Notar gerade besprochen. Ja. Es fehlt ein Titel, der vor kurzem erst verschoben ist, den jeder schreiben wird. Zelda steht nicht auf dieser Liste. The fuck? Was ist das schon wieder für eine Liste? Das ist aber auch das Einzige, was mir aufgefallen ist. Was ist mit Spielen? Scheiße, was war die Frage, Chris, Bram? Spiele, die nicht, die noch nicht offiziell im Zweifel angekündigt sind, aber Leute trotzdem drauf warten. Keine Ahnung, weißt du. FIFA 23. 3. Wird ja kommen, aber ist halt nicht angekündigt. Also geht man jetzt von angekündigten Titeln aus? Okay, was ist mit auf jeden Fall Lost Ark? Das war eine Frage. Ja, ich weiß. Aber Chris hat noch nicht geantwortet. An mich? Ach so. Ja. Ich dachte an Bram. Nein. Entschuldigung, da muss ich nochmal stellen. Geht man von Spielen aus, die schon angekündigt sind, nur oder welche, die auf jeden Fall auch kommen werden? So wie halt jedes Jahr das Call of Duty. Ich glaube, die jedes Jahr kommen werden, sind nicht berücksichtigt. Okay. Okay. Also nicht FIFA. Okay, dann muss ich dem Rest halt auch mal sagen. So, hallo. Hallo. Ihr seht die Zeit auch, ne? Achso, ja, die habe ich gar nicht. Wechseln. Ich bin weggetappt, ja, genau. 2 Minuten 15 noch. Zwei Infos. Ach, die sehe ich tatsächlich. Weil eine nicht. Wird auf jeden Fall dabei sein. Es wundert mich ein bisschen, weil der Artikel halt von Anfang Januar ist, aber Zelda ist erst vor kurzem verschoben worden, steht aber nicht auf dieser Liste. Oh mein Gott. Das ist richtig. Oh. Und, wonach Jay gefragt hat, sind Spiele, die jedes Jahr erscheinen. Die sind, wenn ich mir das so angucke, auch nicht berücksichtigt worden. Okay. Ich habe ein Problem mit der Seite, die fickt mich gerade. Welche Seite? Unsere Seite. Ach so. Ist picky. So. Was hatten wir noch? Blizzard. Nintendo. Hat Nintendo irgendwie einen Teil der Reihe? Mario Kart ist ja auch nur ein DLC. Ja, das Mario selber. Puh, keine Ahnung. Ist, glaube ich, noch kein richtiges angekündigt. Gibt's mal wieder ein Sportspiel? Hier, Soccer. Du meinst dieses Mario-Soccer-Ding? Ja, vielleicht das. Wie hieß denn das nochmal? Oh Gott, das habe ich vergessen, wie das hieß. Och. Aber das war eigentlich auch nicht so geil. Also, Ja, ich weiß nicht. Also, es sind auch 30 Spiele, ne? 30 Mario Spiele ist natürlich. Mario Party kam letztes Jahr noch raus, ne? Shit. Boah, gute Frage. Letzte Minute läuft. Wen haben wir denn noch als Publisher? Was ist denn mit Microsoft? Ne, Sony. Ja, Sony haben wir quasi mit God of War.
Und Gran Turismo, haben die noch Horizon. Irgendwas anderes? Ja, Horizon stimmt, die hatten ja schon echt gute Sachen. Aber hier, Dingens Microsoft wär smart. Starfield und das könnte ja noch nicht gewesen sein. Ja, neues Halo ist gerade erst rausgekommen. Gears of War ist, soweit ich weiß, nicht wirklich für auch dieses Jahr angekündigt. Acht? Ich war 30 Sekunden noch. Acht aktuell gehen. Höchstens. Scheiße. Oh. Was gibt es denn noch für Kackspiele? Ja, Akios, boah, keine Ahnung, was noch so gibt. Ich gehe gerade die ganzen Publisher irgendwie durch. War das mit Rainbow Six Extraction? War das dieses Jahr schon noch? Das sollte dieses Jahr, glaube ich, kommen. Das ist ja schon gemacht. Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht, ob das noch dieses Jahr war. Ich schreib's mal auf. Tja. So. Und da ist Hogwarts die Zeit Legacy vorbei. Noch. Ich zieh die anderen. Eins, zwei, da ist der Rest. Hallöchen! Ist das bitter, Alter. Oh, schön. Wir haben schön. Nur drei. Wie 30? Krass. Bietet ihr nur drei? Ja, wir kommen mal zum Bieten. Die Infos habt ihr beide. Solange ich weiß, ne, und diesen Titel, den ihr gleich sagen werdet, und ich den irgendwie hier in der Liste finde, ist alles cool. Hier Zelda und jährlich erscheinende Spiele habt ihr beide gewusst. Dennis und Jay, ihr dürft beginnen. Uh-huh. Was bietest du? Bram, ja. Mach du. Also wir bieten erstmal ein. Ja, wir bieten drei, haben wir gerade schon drei. Gesagt. Mega. Ja. Wir sagen direkt gekontert. Auf fünf? Ja. Ja. Fünf sind geboten. Ein paar Wackelkandidaten noch. Hör ich mehr als fünf? Hör ich sechs, sieben, ja, sechs bieten wir schon. Sechs von Peter und ja, Sepp. Hör ich sieben? Wir bieten... Sechs sind geboten, sechs. Moment. Gibt ganz. Moment, wir haben sofort. Wir bieten. Oh, die haben aber viel Zeit. Nein, nein, nein. Ganz schön viel. Hab ich ja, elf wir hatten keine gehört? Excel. Ja, du hast elf gehört. Wir hatten keine Excel-Datei. Tut mir leid, das hat kurz gedauert, weil wir das über TS organisiert hatten. Elf. Ich habe elf gehört von Jonathan und Dennis. Höre ich zwölf von Peter und Sebastian. Elf sind geboten. Elf. Können wir zwölf hören? Vielleicht sogar 13. Wie sieht's aus? Sepp, ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen, elf ist eine gute Zahl, ne? Ja. Ja? Ja. Dann geht der Zuschlag an Dennis und Jonathan mit elf Spielen, die ja, meist erwartet sind für 2022, zumindest laut GameRant.com. So viel hatten wir nicht. Time.com. Ja, unsere Liste ist noch deutlich länger. Aber Peter, wir werden jetzt bei jedem Ding denken so. Okay, komm, lass mit GT7 ja. Anfangen und dann gucken wir mal, ob da drauf ist. Und wenn nicht, dann können wir die Punkte schon abgeben. Ja, beim dritten, okay. Kreuz, beim ja. Dritten Kreuz seid ihr raus und ja, haut raus. Ja, Gran Turismo 7. Hatten wir aber auch, ist bestimmt dabei. Gran Turismo 7. Das wäre echt schon, da kannst du, das wäre so rigged einfach schon. Ist natürlich dabei, ganz gut. Ach, 25? Ja, das hätte auch über 30 landen dürfen. Dann fangen wir mal oben an. Elden Ring. Das ist ja wohl die 1. Nee, könnte auch die 2 sein. Elden Ring ist nicht die 1, nicht die 2, nicht die 3, nicht die 4, es ist die 5. What? Was? Ja, wusste ja Rick. Keiner vorher, dass was das ein Überspiel denn, ist. Was haben wir okay. denn alles verpasst? Wie viele Infos gab es denn zu Elden Ring Ende Dezember? Das meine ich nämlich auch. Da haben wir schon den Technik-Test gehabt. Das stimmt. Da haben wir schon vier Stunden gespielt. Der Artikel muss erst geschrieben werden, den haben die Ende November geschrieben. Egal. Horizon. Forbidden West. Forbidden West ist die 4. Das ist ein besseres Game. Das neue God of War. Wie hieß es? God of War 2 ist es. God of War 2, ja, so hieß das mal. Mittlerweile heißt es ja. Achso, da heißt ja schon Ragnarök. Stimmt, Ragnarök. Richtig. Okay, das ist auf 21? Ich bin auch verwirrt. What? Okay, pass auf, jetzt kommt die 1. Ja, genau, Pokémon Legenden Arceus ist die 1. Ja. Pokémon. Stich in dieser Liste gar nicht. Was? Aber Pokémon Legends Arceus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du, Leute, es ist wirklich die 1. Oh mein Gott, ich hab dir gedacht, ich troll jetzt rein. Es okay, ist die 1. Alter, was ein Bait. Starfield erscheint vom Bethesda angeblich am 11.11. Glaube ich noch nicht dran. Ist ein Witz. Hat die 11 leider nicht ganz geschafft, ist auf Platz 10 sogar gelandet. Ja. Auf 11 wäre natürlich lustiger gewesen, aber... Lego. Fünf Star Stück Wars. Hätte ich gerne von euch noch.
Ui. Lego Star Wars. Ist jetzt gerade erschienen, ne? Ja. Die Skywalker-Saga. Das hatten wir nicht auf unserer Liste. Deswegen kam ich drauf, weil das halt in 2 Tage oder so spielen das halt hier halt war, alle aktuell. Fünf oder so. Alle. Alle. Und das auf alle. Wow. Okay. Guck mal, dann haben wir Stück Lost noch. Ark. Lost Ark. Habe ich ein bisschen vernachlässigt, kann muss ich sagen, aufgrund von Elden Ring. Aber Lost Ark kam. Lost Ark. Genau, Lost Ark. Lost Ark ist nicht dabei. Oh! What? Oh, wir sind so gefickt. Ja, so das ist ja gar kein Problem. Wir sind so gefickt. Wir nehmen. Also, weil Lost Ark, ne, klar, wenn man davon absieht, dass der Alter, da Release so lange her ist, war das Datum der Erstveröffentlichung ja irgendwie 2019. Und das war irgendwie nicht dabei. Dann wird das nächste auch nicht dabei sein, Bram. Meinst du nicht? Okay, ja, dann nehmen wir mal Hogwarts Legacy. Schwein müsst das. Hogwarts Legacy. Das ist auch safe dabei, das haben wir auch. Das denke ich auch. Gab's letztens noch ein Update im PlayStation-Ding und ist auf Platz 23. Ja. Noch okay. Drei. Noch drei. Ja, dann gehe ich jetzt. Gehen wir mit dem da drüber oder mit dem da drüber? Ja, oder dem. Ja, das können wir auch machen. Das hatten wir auch noch nicht, aber ich weiß halt nicht, das ist halt. Keine Ahnung, wie hießen die Magazine? Playboy. Ja. GameRant.com und Time.com. Oh, dann ist es, glaube ich, nicht das, was ich gesagt habe. Okay, dann lassen wir mit Forest Dings gehen, ja? Ja, keine Ahnung. Forest. Okay, wir gehen mit Forest of the Suns. Forest of the Suns heißt das? Was damit? Kommt das dieses Jahr? Das ist ja insane geil. Es wurde nochmal verschoben, glaube ich. Finde ich gut, Bram. Forest of the Suns. So müsste das heißen. Oder Forest 2. Oh! Fuck, wir sind scheiße. Wir sind am Arsch. Damn. Ich gönne mir mal ein Wässerchen. Wir nehmen okay. Stalker 2. Wir müssen noch 3 machen. Dürft euch nichts mehr erlauben. Die Stalker wussten 2. Schon, dass das verschoben wird. Stalker 2 haben wir auch wieder. Bestimmt. Stalker 2. Ist ja aktuell eher verschoben worden aus. Wird auch mit Punkten Gründen. Geschrieben, glaube ich. Wird auch mit Punkten geschrieben. S. Punkt. T. Punkt. S. Christian sucht T. ziemlich lange. Da ist auch ein langes Wort. What? Stalker 2. Alter, das ist wieder so eine richtige Liste, ey. Wobei, da sind aber schon viele. 8 von 11 geschafft, leider den nächsten nicht mehr. Fuck. Wir gehen mal durch. Wer hat noch welche? Ja. Was habt ihr denn noch? Dying Light 2. Platz 2. Da habe ich nicht dran gedacht. Scheiße. Overwatch 2. Haben wir nicht Overwatch dran gedacht. 2 sollte, glaube ich, nicht dieses Jahr. Ja, das kann sein. Das steht auch auf unserer Wackelliste. Nicht, ja. Habt ihr noch was nicht wackelig? Nee, haben wir nicht. Nee. So, pass auf, dann machen wir mal von hinten nach vorne, ziehen wir das Ganze mal auf, ja? Mhm. Einer der absoluten Top-Titel, die wir unfassbar gerne spielen. Und PUBG für Nintendo Mobile. Tatsächlich super wichtig ist, oh, ist nein. Splatoon 3. Oh, da kommt ein neuer Teil. Ja, leider. Oh, mega. Schmutz. Ja, also der beeinflusst ja, mich ja nicht, ne? Also, doch, die könnten, Nintendo könnte ja seine Ressourcen in vernünftige Spiele ändern. Splatoon ist voll Pokémon nice. Pokémon Legends Arceus zum Beispiel. Ja. Selbst ja, 24 für junge Männer. Also guck mal da. Das hab ich doch letztens auch gespielt. Das haben wir doch gespielt. Aber Forest of the Suns ist nicht dabei? Und Tunic ist auch besser. Und Stalker 2 nicht? Aber dann Tunic, wovon ich letzte Woche das erste Mal ever gehört habe? Ja, das ist halt auch schon ein nices Game. Also. Ja, das verstehe ich. Ich kann euch es wird noch viel mehr rumgeschrieben. Da bin ich bei dir, Peter. Da bin ich bei dir. Aber Platz, dass das vielleicht ein gutes Spiel ist, aber finde ich trotzdem krass, dass genau das überrascht. Drin ist. Platz 28 ist vielleicht ein Spiel auf jeden Fall für Sepp. Stray. Was ist das Stray jetzt? Da spielst du, weil wenn ich mir das so richtig angucke, spielst du das. Das haben wir mal gesehen. Wo du mit die Katze mit der Katze, jo. Ja, okay. Die Trailer cool. Dazu haben wir gesehen, aber wie. Ja. Wann kommt das? Hollow Knight Silksong ist die 27. Okay. Hollow Knight. Was, Stalker ist nicht dabei, weißt du? Ich frage mich, ob die im Nachhinein die Spiele rausgelöscht haben, die verschoben wurden. So wie Breath of the Wild und das Stalker. Das könnte sein. Das hat mich halt sehr gewundert, ne, weil
Der Artikel ist dementsprechend ja schon alt und irgendwie Zelda ist nicht dabei, sowas. Möglich. Naja. Platz 26, auch gerade erschienen für die PlayStation, Ghostwire Tokyo. Okay. Stimmt. Platz 24, der fehlt noch. Da gibt's ein Spiel. Okay. Suicide Squad Kill the Justice League. Da freue ich mich auch sehr drauf. Stalker ist nicht dabei. Boah, Bram, warum haben wir das nicht warum haben wir so hoch gemacht? Warum haben wir nicht einfach zwei gelassen? Es kommen noch viele, könnte man gehört haben. Ich dachte tatsächlich, die hätten noch viel mehr, weil die Peter im Team hatten. Wir bleiben bei DC, bei Platz 22. Ich habe mich hart verschätzt. Tut mir leid, Jay. Platz 22 ist Gotham Knights. Neuer Batman-Teil. Keine Ahnung, was das ist. Neuer Batman-Teil. Angekündigtes Videospiel über Figuren aus dem Batman-Universum. Veröffentlichung ist für 2022 angekündigt. So, jetzt wird's, da muss ich mal nach googeln, was das ist. The Callisto Protocol. Was ist das? Nope. Es ist so rigged einfach wieder. Oh, das sieht aber crazy aus. Oh, das sieht aber wirklich crazy aus. Ist das dieses Horror-Ding? Survival-Horror-Computerspiel, ja, mega. Angekündigt für 2022. Richtig, gut, warte ich schon die ganze Zeit drauf. Genau, Game of the Year. Vielleicht lernt man jetzt mal ein paar Sachen. Ja, das stimmt. 19. Ich weiß, Peter hat das sehr viel gespielt. Ich glaube, 1 und 2, weiß ich nicht. Bayonetta 3. Ich habe da überhaupt nicht viel gespielt. Du hast das doch gespielt. Ihr habt den ersten Teil angefangen und gesagt, das ist scheiße. Und hab auch nicht alle Enden gespielt oder so. Gesagt, da gibt es sowieso viele. Nein, das ist Nier Automata. Ach ja, stimmt. Hoppla. Ist The Callisto Protocol The Callisto? Auf Steam? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, kann sein. Ja, ist das nicht ein Eis? 18 kriegt Filme und dann auch scheinbar ein Spiel. Avatar, Frontiers of Pandora. An den Trailer kann ich mich erinnern, der war so grafisch sehr beeindruckend. Mhm. Das ist mega, ein Film als Videospiel, ja. Das ist drin, aber Stalker. Platz 17 werden auch ein paar kennen. A Plague Tale, aber das ist Requiem. Da ist, ja, ist der neue Teil, oder? Kleiner, also der heißt doch Requiem, oder? Ja. Wollen wir da nicht weiter drauf rumreiten und gehen zur 16. Ein Remake. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Dead Space. Oh, ja. Wurde sogar, glaube ich, ein bisschen sogar vorverlegt. Wenn ich das richtig habe. Wieder, das macht EA. Stimmt. Weil wir uns überlegt haben, was macht denn EA überhaupt? Und puh, keine Ahnung. FIFA. Platz 5, Formel 1. Platz 15 kennen wir auch alle. Alle haben den Trailer gesehen von Allen. Stimmt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das Deutschstudio, wird kacke. Ich könnte sowohl als. Ja, ist Dedelic, meine ich. Platz 14 habe ich sogar auf meiner Steam-Wishlist. Ist ja der Wahnsinn. Gesehen bei der E3. Marvel's Midnight Suns. Was ist das denn? Da hätte ich niemals dran gedacht. Ich sag mal so: Bei der Liste können wir uns auch nicht viel vorwerfen bislang, Bram. Das wird noch viel besser. Denn auf Platz 13 sehen wir Redfall. Oh Gott. Was ist denn Midnight Suns? Was weiß ich, Schmutz. Ein bevorstehendes Ego-Shooter-Videospiel von Arkane Studios und Bethesda veröffentlicht. War vielleicht auch ein bisschen schmutzig. Ach, das war das Koop-Ding mit dem komischen. Oh mein Gott, das war das letzte auf der Bethesda PPK, meine ich. So, hier, unser One-More-Thing. Wo wir erst gedacht haben, das ist was anderes. Wie hießen das andere nochmal? Fuck. Oh, vielleicht. Also, auch gerade erschienen. Kirby and the Forgotten Land. Okay. Soll auch sehr gut sein. Oh Gott, wir haben vielleicht hier Borderlands verpasst. Vergessen. Oh ja, Tiny Tina. Oh ja. Saints Row. Da hatten wir am Anfang jetzt. Stimmt, da gab es auch ein neues dieses Jahr. Mhm. Oh mein Gott. Platz 8. Und das ist verschoben worden. Und deswegen bin ich sehr verspoken. Keine Ahnung. Das wird verschoben? Kacke. Glaube schon, oder? Nee, das kam doch auf der letzten. Also, das sieht schon sehr interessant aus. Direct Post-Bow nicht, wie heißt denn das bei Sony? Das lief doch da. Das ist der Square Enix-Titel. Ja, ich erinnere mich dran, ja. Ist der nicht verschoben worden? Ich meine nicht. Massiv verschoben. Ja, doch, Gerüchte massiv verschoben. Also. Ach, das war das, was die bei diesen Ring gemacht hat, ne? Ja, das sah sehr, sehr cool aus. Aber scheinbar ist brauchen die noch massiv verschoben worden auf den 11. Oktober? Ich wollte gerade sagen, 11. Oktober wäre immer noch dieses Jahr. Ja. Ja, ist ja okay. Platz 7 haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Tiny Tinas Wonderland. Pff, scheiße, habe ich noch nie gehört, das Spiel.
Platz 6 haben wir auch gehört, aber ich weiß nicht, ob es irgendwer vielleicht hat selbst mal. Hast du das mal angespielt? Stranger of Paradise? Ja, das war auf der Liste! Nee. Auf Platz 6 sogar, möchte ich mal anmerken. Alter, das war bei uns sogar auf der Liste! Final Fantasy 10. Na gut, aber wenn Stalker da nicht bei ist, ne? So, aber Leute, wie viele Titel auf dieser Liste schon erschienen sind, ey. Das ich ist musste heavy. Platz 3 googeln. Oh Gott. Oh. Und es sagt mir immer noch nichts. Es ist so ein Redaktionsliebling. Pass auf. Sifu, Saifu. Sifu! Oh, und das ist dieses Kampfspiel. Ja. Mega, da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass das rauskommt. Wie kann das noch Platz 3 landen? Das ist erschienen, angeblich ist es am 6. Februar. Lol, und ist noch nicht rausgekommen, deswegen konnte ich noch nicht spielen. Schade. Ja, das ist schon draußen. Das ist schon nein, draußen weil seit es ist Februar. Dieses Spiel ist nicht für schwache Nerven. Kacke, oh ja, schön. Das bedeutet, oh warte mal, wie war denn das für die Punktevergabe? Das hieß, 4 Punkte gehen jetzt an Sebastian. Nee, 5, oder? Nee, 5. Ach ja, klar. 3, oder? Nicht von den Geschafften, sondern von, es wird abgerundet. Es wird abgerundet. Heißt, bin ich aufgerundet? Nee. 5 Punkte. Ja, ist egal. Peter und Sepp. Und wir kommen zur Runde 2. Ist ja noch alles drin, 5 Punkte, Leute. Das ist ja noch alles drin. In Runde 2, die ich jetzt starten möchte, das ist immer sehr cool, möchte ich die beliebtesten Hobbys der Deutschen. Oh Gott. Die Quellen sind die besten aller Zeiten.de. Oh und, Gott. Die Liste wird durch die Auswertung verschiedener Umfragen ermittelt und stellt einen Querschnitt durch sämtliche Altersgruppen dar. Auch finden sich in ihren Aktivitäten, die zwar an sich besonders beliebt sind, aber aus finanziellen oder organisatorischen Gründen eher selten praktiziert werden können, ebenso wie solche, die täglich bzw. besonders oft ausgeübt werden. Ja, Hobbys. Habe ich keine. Also, 5 Minuten, ich schieb euch schon mal und den Timer seht ihr ja. Ich glaube, ich hätte aber eher noch, warte mal, bevor du den Timer startest, zieh die nochmal hoch. Dann, ja, ich hätte tatsächlich noch diverse Fragen, die du dann wahrscheinlich gleich einfach vernünftig öffnen kannst. So, was ist, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, also einen bestimmten Punkt habe, ja, wie zum Beispiel Filme gucken, ja, würde das Serien gucken beispielsweise mit einschließen oder nicht? Oder ist das ein einzelner Punkt? Weißt du, so, also wie genau brauchst du, oder Sport? Oder brauchst du die bestimmten Sportarten? So, das ist halt gar nicht so unwichtig, glaube ich, zu wissen vorher, wie genau du das haben musst. Sportarten sind nicht einfach, ich mache Sport. Okay, das heißt, du brauchst die gewissen Sportarten. Ja. Okay. Und ich glaube, es wird alles einzeln aufgeschlüsselt. Okay, was ist mit Fußball gucken und Fußball spielen? Sind das zwei verschiedene Hobbys? Jetzt habe ich zwar viele Antworten genannt, aber ey, das ist eh so eine rigged Liste. Ja, wären die auch drauf gekommen auf weil Fußball. Sonst, ja, genau. Aber ist das hier, sind das jetzt 2 Punkte? Ist das ein Punkt oder reicht Fußball? So, das ist halt so, sonst können wir halt bei dem Bieten halt knicken. Ich sag mal, da würde ja sowieso jeder, ich muss noch mal kurz mit meinem Notar reden. Mhm. Okay, Anni, pass auf. Alter Schwede, die Fragen von Jonathan sind immer das Beste. Ja. Also, wir haben uns geeinigt. Sagen wir mal, Filme gucken, was hast du eben noch gesagt? Serien, Sport gucken. Filme gucken, also Film, genau, das Filme wird eher zusammengefasst. Okay, aber das liegt halt in deinem Ermessen, wenn ich jetzt Filme gucken also sage nicht, und das also ist dann halt Fernsehgucken, dann nicht, sagst du, okay, das ist Fernsehgucken. Du fängst nicht an und sagst, Fußball gucken, Formel 1 gucken, Basketball gucken, da hast du nicht 3 Kategorien. Okay. Sondern eine. Ja. Also die werden grob zusammengefasst. Aber es wird jetzt nicht gesagt, Sport, ich betreibe einfach Sport. Das wiederum nicht. Okay. Oh Gott, das wird der Horror. Ja, das okay, wird perfekt. Schön. Also, ja, alles klar, danke schön. Ist eine Menge dabei. Gucken wir mal. 5 Minuten, Moment, ich schieb erst die anderen und dann gleich. Okay. Los geht's. Dann starten wir mal hier. Eieiei. Wir haben schon ein bisschen angefangen gehabt, aber das ist ja tricky. So was, ich habe mir so eingefallen, sowas wie Garten, weißt du, Leute haben ja Schrebergärten oder halt auch so mit Garten und Blumen. Ja, Blumen halt, Garten muss ja nicht Blumen sein, zum Beispiel Hanni investiert super viel Zeit in die Blumen und den Balkon hier und die Bepflanzung. Ja.
Aber wie nennt man das? Gärtnern? Ja, Gärtnern ist das schon, oder? Ja, Gärtnern. Ja, Gärtnern. Mal Gärtnern. Oh, wann war das? Ich glaube, ich werde da sehr großzügig sein. Auch. Ja. Also schreibt ganz viel auf, ne, wenn ihr sagt, am Anfang Gärtnern und irgendwann kommt, keine Ahnung, Unkraut pflücken, dann würde ich das sagen, habt ihr schon genannt, aber euch dafür kein Kreuz geben. Okay. Ja, was machen denn die Leute noch? Also die Leute, sind Kinder-Hobbys? So. Also mein großes Hobby ist mein Kind. Ich glaube, machen. Das ist, kann ja auch ein Hobby sein. Oh, Bumsen! Ja, Bumsen ist gut. Das ist schon ein großes Hobby. Oh, trinken, feiern gehen, Peter. Ja, feiern habe ich. Feiern habe ich. Feiern haben wir. Irgendwo. Hä? Wo ist denn das hin? Ja, unten auf der B-Seite. Ja. Ist eigentlich ein A-Hobby, oder? Ja, da reiten auch, oder? Meinst du? Ja. Ich meine, es gibt 30 natürlich. Kegeln, Bowlen. Bowlen ist ja auch noch so ein. Also, wenn wir Kegeln haben, dann haben wir auch Bowlen. Was machen wir denn sonst noch so? Ist Spazieren ein Hobby deiner Meinung nach? Schon, ja. Hm. Wie ist das mit Haustieren? Ist mein Haustier ein Hobby? Boah. Ich weiß nicht, wenn du halt so gefragt wirst, hey, Sepp, was ist dein Lieblingshobby? Würdest du dann sagen, eine Katze? Er würde sagen, sein Kind. Bumsen, ja. Ja. Auto. Auto kann aber ein Hobby sein, oder? Beim Deutschen so. Auto waschen. Boah. Auto schrauben. Auto fahren. Auto fahren. Na komm, das kommt auf die C-Liste. Ja. Haustier und Auto. Wir bauen so eine Pyramide hier. Ja, warte mal. 42 ist noch. Was machen meine Eltern? Die walken aktuell es nämlich. Es ist so rigged alles. Ach, aber ich glaube, die Intention zu sagen, was machen eigentlich meine Eltern so den ganzen Tag? Das ist vielleicht gar nicht ja, so. Ja, okay, schlecht. Pass auf, wenn meine Eltern dann Kreuzworträtsel. Rätsel also lösen. Ja, so Rätsel. Ja. Was ist mit Puzzeln? Ja, ist das Rätsel lösen? Keine Ahnung, Briefmarken sammeln. 2 Minuten 17. Okay. Seht ihr die sammeln, Uhr? Ja, sammeln. Doch, die Sachen sammeln. Sammeln, Sachen sammeln. Alter, jetzt wird's aber auch richtig oberflächlich. Deine sammeln. Alkohol sammeln. Saufen. Partys. Ne, feiern hatten wir schon, glaube ich, ne? Okay, wir sollten uns vielleicht langsam mal festlegen, was wir so nehmen. 2 Minuten. Also Filme gucken finde ich super. Ja? Ja, Fußball spielen wird wahrscheinlich, also so Filme gucken, Serien, das wird schon passen. Okay, Fußball spielen. Spazieren dann nehmen wir Fernsehen gehen auf gucken jeden separat. Fall auch. Ja, Filme gucken wird wahrscheinlich Fernsehen sein. Das müsste uns Christian dann im Zweifel nachher sagen, wenn wir dann Filme gucken haben. Filme gucken ist Serien gucken ja, ist ja. Fernsehen. Also ich habe auch schon den anderen gesagt, ich werde ein bisschen großzügig sein. Mal angenommen, ihr sagt am Anfang irgendwie Garten umgraben und irgendwie später Unkraut jäten, dann sage ich, hey, habt ihr schon genannt. Okay. Gibt's aber kein Kreuz für. Ja gut, dann würde ich sagen, Freunde treffen, also socializen. Telefonieren. Musik hören, telefonieren, da macht meine Mutter auch gerne. Zocken. Zocken auf jeden Fall, ja. Gut, dann haben wir Kino gehen, würde ich trotzdem nochmal machen. Ins Kino gehen. Ja, stimmt. Kino gehen, Gartenarbeit. Ja. Fand ich gut. Aber ich finde auch Handwerk fand ich auch so Heimwerken oder wie heißt das? Ja, ja, Heimwerken, ja. Dann würde ich aber auch Malen machen. Halt so. Ja, Malen und Basteln. So, dann haben wir noch die Sportarten, ne? Fahrradfahren. Ja, 50 Sekunden noch. Joggen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Joggen, spazieren gehen hatten wir schon. Spazieren gehen haben wir, ja. Ich weiß nicht, ob Walken dazu zählt. Das zählt wahrscheinlich eher dazu. Ja. Das könnten wir natürlich tryen. Dann, wenn wir nichts mehr wissen. Walken. Ernie? Ja? Ist spazieren gehen eher Walken oder Wandern? Spazieren gehen ist eher oder Wandern. Oder ist das was anderes? Also, es ist Wandern schon ist ja anderes. Auch nicht spazieren gehen. Ja, aber wenn, dann eher Wandern, würde ich sagen. Ah, okay. Ach Gott. Kategorie. So. Okay, Moment. Boah, Alter, wir haben so viel. 30. Und wir werden ja, mehr so ist immer besser. 3, 2, 1. Zeit ist vorbei. Das heißt, ich ziehe den Peter und ich ziehe den Sebastian. Springen. Ah ja, okay. Ja, Entschuldigung. Ja. Also ich versuche heute ein bisschen Interpretationsspielraum zu lassen, denn ich glaube, es wird wild. Ja, wir haben mehr als ein bisschen angeguckt.
Also, nichts verraten. 30. Nichts verraten. Ja, es gibt auch eigentlich ist die Liste 35, aber für unsere Zwecke ist die natürlich ein bisschen verkürzt kürzer. Worden. Da eben Jonathan und Dennis angefangen haben, hätte ich jetzt gerne Sepp, antworte mal antworte mir mal auf TeamSpeak. Achso, warte mal. Was? Ja, alles gut. Nee, du kannst mir schon sagen, wie viel ihr bietet. Also, ja, aber ich will fast wissen, was die Obergrenze ist. Achso. Okay, ja, wir bieten 4. Fällt mir direkt aus der Hand. Okay, dann würde ich sagen, also wir bieten auf jeden Fall die 5, das heißt, wir sollten 6 gehen. Oh, damit ihr in Führung seid. Boah. Damit wir wieder in Führung sind, ja. Okay. Aber 8 würde ich ganz gerne schon mitnehmen, Peter. Oh, da kommt dann müsste sie beim letzten richtig reinbuttern. Okay, wir nehmen 8. Ich mag die zwar immer 2 mehr. Kommen dann jetzt 10? Von Jay? Nee, die machen sowieso die 30. 10 sollten wir hinkriegen. Bram, oder? In die 40 ja, Begriffe da stehen haben. Das finde ich auch gut. Nee, ist gut. Ich habe das letzte Runde gemacht, jetzt macht Jay, das ist doch fein. Ah, ist doch perfekt. 10 habe ich von Dennis und Jonathan. Höre ich 11. Ja, 11. Boah, nice. Höre ich 12. Jonathan. 13 sogar. Yo. Komm, jetzt ist halt richtig. Damit ist der Ball jetzt wieder bei drin, weißt du, jetzt geht los. Ja, und sonst können die gleich in die Rigged-Liste da eintauchen. Spaß damit, die wenn ihr jetzt die 14. Ja, 14 gehen wir. Jawohl. Scheiße, Alter. Boah, Bram, sollen wir? Ich fühle mich nicht schlecht. Ich finde, wir haben sehr gute Sachen. Ich finde auch, du bist sehr sexy und deswegen finde ich, können wir das machen. 15? Ja, 15. Oder? Die Hälfte von Dennis und Jay, mehr als die Hälfte von Peter und Sepp. 16. Das kann halt einfach entweder kriegen die gleich 8 Punkte. Weißt du, lieber schon. Die Kategorie als die nächste, die dann ist die größten Unternehmen der Welt. Ja, das wäre einfach. Das ist ja relativ wenig Interpretationsspielraum. Aber 17, Leute. Ja oder nein? Aber sag, die komm, sag einfach ja oder nein. Ja, Jay, deine Eier sind dick, wir machen das. 17. Alles klar, komm. 17. Hören wir 18. Oh, Peter, da haben wir die richtig hart reingebaitet. Wir haben nur 3 Sachen, ne? Ja, bestimmt, habt ihr nur 3 Sachen. Wir haben nur Zocken, Bumsen und Binge-Watchen. Bumsen, yo, da bin ich gleich drauf gekommen. Wir sind raus. Macht das. Wir sind raus. Scheiße. Oh, okay. Bram und ich haben uns gerade darauf geeinigt, so wenn ihr 18 sagt, dann dürft ihr machen. Bram und Jay haben magische 17 geboten. Also 16 und 12 geboten war von Anfang an 16, ey. Ihr seid halt crazy. Dann gehen wir einfach die Liste nach. Nee, können wir mit Filme gucken anfangen? Ich will wissen, was da steht. Ja, okay, wir können mit Filme gucken anfangen. Ihr fangt mit Filme gucken an. Ja. Filme gucken ist natürlich dabei und steht unter Filme, DVD und Kino. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße, Kino Moment, auch? Dann würde ich allerdings sagen, ist Fernseh gucken was anderes? Ja, würde ich auch sagen. Lass das nehmen, lass das testen. Ja. Dann würde ich sagen, Fernsehen gucken. Ja, so RTL. Hier sind Let's Dance, Dschungelcamp, GNTM, die ganzen guten Fernsehen, Sachen. Fernsehen, ja. Das ist sehr weit oben dabei, auf Platz 4. Ja, easy Snack. Ja, ganz einfach. Weißt du, was da nicht drin ist, tatsächlich? Was mir gerade einfällt, was wir nie aufgeschrieben haben, ist halt YouTube gucken und so ein Scheiß. Das wäre dann also aber eher Internet, oder? Meinst du das Internet? Ich habe keine Ahnung. Das haben wir nie aufgeschrieben. Aber wir können ja erstmal, wenn ich schreibe, das mal einfach auf und dann reden wir dann später weiter, darüber. Ich sag euch ja, dann, habt ihr schon, oder? Sehen wir jetzt die Liste einfach durch? Ich würde nicht alle Sportarten und so nehmen. Ich würde ein bisschen mischen. Ja, okay. Dann lass erst Fußballspiel nehmen. Lass erst mal Fußball. Das ist auf der 30. Könnte man ja sagen, ist bei sehr vielen beliebt. Da wir aber auch alle Alters. Ja, geht so. Gruppen haben, ist es nur auf Platz 22. Boah, reicht ja. Sehr dabei. Dann nehmen wir lieber mein Hobby, was mir mehr gefällt. Das ist unterm Fußball spielen. Spazieren gehen. Wandern, irgendwie sowas halt. Würde ich auch dazu zählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen packe ich das. Moment. Okay, dann heißt es mehrere Sachen. Jetzt streichen gleich 3 Leute Sachen von unseren Sachen. Wandern. Ja, wandern. Sehr schön. Sehr gut. Ja, das passt, ja. Okay, pass auf, so wie der gesagt hat, dann könnten wir mit Joggen gehen.
Ja, also Joggen ist auf jeden Fall was anderes Joggen ist dann als dabei. Safe Call. Ja, Joggen ist auf jeden Fall dabei. Das ist euer nächstes? Ja. Wandern ist beliebter als Bram, Jogging, finde ich abgefahren. Wir haben Kiffen Jogging noch gar nicht aufgeschrieben, Bram. Wir haben Kiffen nicht mit drin. Jogging ist auf Platz 14. Ja. Noch 12. Lass erst mal unseren nehmen. Du kannst mal so offen reden, wa? Die anderen können. Nein, ich weiß. Ich schreibe mir nur auf, damit ich nicht vergesse. Ach so. Okay, sollen wir damit Musik nehmen? Oder lesen? Ja, können wir machen. Ja, also die Frage ist halt, also Musik kann man genauso hören als auch machen, ein Instrument spielen. So, jetzt ist die Frage, sind das zwei verschiedene Antworten oder halt nicht? Wenn es zwei verschiedene wären, würde ich aber mit hören gehen, weil ich glaube, hören tun es mehr als machen. Ja, okay, das andere ist auf jeden Fall auch ein Hobby. Also dann können wir erstmal Musik hören machen. Ja. Musik hören. Wenn ich das richtig sehe, fassen wir das zusammen und es ist auf Platz 9 Musik. Ah, unter Musik, okay. Dann ist es, dann ist Musik, aber auch Instrument. Machen, spielen. Ja. Dann lass mit Lesen gehen, ja? Ja, können wir machen. Ja, nehmen wir Lesen. Bücher und Lesen, Platz 6. Warum ist 10? Was ist 1, 2 und 3 so scheiße? Hä? Okay, dann... Ich würde sagen, wir machen die 11.20 Uhr 46. Freunde treffen. Ach so. Freunde treffen. Ja, socializen halt, keine Ahnung. Wie du nennen möchtest. Irgendwas mit anderen Menschen. Macht man das heutzutage noch? Ja, die Sache ist, es ist natürlich Corona-Zeit, aber da habe ich mir auch gedacht, so, könnte problematisch werden. Das muss nicht dabei sein, ich finde das schon okay. Ich. Vielleicht auch kein Hobby. Auch so grob nicht zuordnen. Also das ist vielleicht auch kein Hobby. Freundeskreis würde ich ein Kreuz vergeben. Das ist auch schon ganz verrückt. Eins falsch, direkt alles weg. In einer digitalen Welt mit Corona, da trifft keiner Freunde. Aber, pass auf, dann essen gehen. Oh, das war auch eingeschränkt. Essen ist natürlich dabei. Da muss natürlich ist Essen gehen dabei, wenn Freunde treffen nicht dabei ist. Ja, du gehst ja nicht mit deinen Freunden essen, sondern mal alleine. Ich bin auf Garten, finde ich noch super. Garten, ja, Gartenarbeit. Garten, keine Freunde, Ahnung. Freunde, Gartenarbeit. Rasen. Das ist das Thema Gärtchen. Gartenarbeit ist das deutschen Wochenende. Platz 1. Was? Dann will ich auch Heimwerken nehmen. Ja, dann ist Heimwerken safe auch dabei. Dann macht Sepp ja den ganzen Tag. Ja. Das stimmt. Heimwerken, nicht ganz so beliebt. Oder Handwerken oder so. Ja, ich weiß nicht, was ihr meint. Heimwerken ist schon der richtige Begriff. Jetzt der ist aber die Frage, wenn Heimwerken nicht dabei ist, dann ist Basteln und Malen. Ist dabei. Nein. Wenn Heimwerken nur Heimwerken ist, sollten wir Basteln und Malen auf jeden Fall auch mitnehmen. Das ist richtig. Choose your favorite. Basteln und Malen, ist das eure Antwort? Nee. Ich glaube, das sind zwei verschiedene. Ja, komm, wir nehmen Basteln. Ja, ist cool, Jay? Ja, wir können Basteln nehmen. Und dann andere sollten wir malen. Egal, wenn es gekreuzt ist, dann... Ja, wir sollten malen auch nehmen, ja. Ja, sonst sind wir eh am Arsch. Also eure Antwort ist Basteln. Basteln, ja. Ich hasse Basteln. Ja, muss man nicht machen. Ich mag das auch nicht. Ich muss das ja auch nicht machen, das ist richtig. Und das ist Platz 17. Basteln und Töpfern. Ja, nein. Oh, haben wir aber auch gemacht, ne? Töpfern, hallo. Töpfern haben wir natürlich extra aufgeschrieben gehabt. Ja, dann nehmen wir jetzt Malen. Ja, ein Video zugemacht, ne? Also. Ja. Genau. Malen. Man das Töpfern nennen kann. Malen. Malen. Zeichnen. Malen. Künstlerisch zeichnen. Betätigen. Ja. Wobei das ja auch schon Basteln ist, eigentlich. Künstlerisch betätigen. Ja, oder Musik. Farbe. Aber malen halt irgendwas. Malen, ich glaube. Malen nach Zahlen. Zeichnen. Mhm. Als ob Zeichnen nicht dabei ist, Junge. Dafür gibt es eine eigene Twitch-Kategorie. Da gibt's auch ein eigenes Unterrichtsfach. Das ist richtig. Ja, und deswegen hasst man das so sehr wahrscheinlich. Ja, geprägt einfach durch die Schule. Deswegen hasst man das so sehr und das ist leider euer nächstes Kreuz. Okay, Bram, wir haben jetzt ein Problem. Okay. Wir müssen uns jetzt nochmal genau überlegen, was wir machen. Also ich noch 6. Ich finde das noch sehr stark. Du kannst reden. Ja. Reden ist die anderen nicht mehr antworten. Okay, also. Pass auf. Wir haben noch Tennis, Reiten, Sammeln, telefonieren, wir haben Zocken. Oh, telefonieren finde ich nice. Zocken sollten wir safe nehmen.
Also telefonieren finde ich geil. Ey, meine Patentante macht das sehr, sehr viel. Ja, aber das auch als Hobby zu sehen, finde ich nice. Ich finde einfach den Begriff nice. Was war Walken Antwort? Haben wir auch noch, ne? Ja. Walken haben wir auch noch. Tanzen. Kochen, also Kochen Wanken und Zocken sollten noch, wir auf jeden ja. Fall als erstes sehen. Ich würde erst mit Kochen gehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde, Kochen ist noch verbreiter als Zocken. Wobei denn mittlerweile Zocken überall, wa? Ja, also, ja. Also Zocken auf jeden Fall. Mir egal, choose your favorite, ist scheißegal. Beides, wir nehmen beides, Kochen erst. Ja, mit dem Kochen, ab dafür. Ihr nehmt... Ja, Kochen ist ja wohl dabei. Pizza ja, kocht. Wunderbar. Weil ich verstehen könnte, wenn er nicht dabei wäre. Könnte ich fühlen. Ich sag mal so, wie es ist. Essen bestellen ist dabei, aber Kochen safe nicht. Safe dabei. Oh. Was? Ist nicht dabei. Das ist so eine rigged Liste schon wieder. Wie kann man das denn gewinnen? Das ist lächerlich. Kochen ist nicht dabei. Das ist so lächerlich. Ich kenne aber auch mit Ausnahme von Peter niemand, der sagen würde, das ist eins meiner liebsten Hobbys. Klar. Kochen ist nicht dabei. Kochen? Auf jeden Fall. Was? Am Wochenende so ein richtig, also auch wenn du da deine, keine Ahnung, wenn du 2 Stunden irgendwas in den Ofen machst oder sowas, dich vorbereitest, einkaufen gehst, boah, das kochen ist heftig. Und so. Das ist doch alles, das ist ein Hobby. Safe. Aber das ist keins der beliebtesten Hobbys. Pass auf, erstmal bei 17 Antworten gibt's 8 Punkte. Alter, wenn die jetzt gleich da, wenn die gleich da Ficken drin haben, ne, ja, lass dich aus. Okay, pass auf, wir gehen mal wieder von hinten nach vorne. Das ist so rigged, ey. Platz 30. Walken. Wer einen Sport nehmen soll. Roller und Inlineskating. Okay. Das hatte ich auch, das hatte ich gesagt. Platz 29 habe ich von euch auch gehört. Reiten. Jo. Das tut so weh. Wir hätten mehr Sport nehmen müssen. Platz 28. Ja. Immer mehr Menschen kaufen sich Kameras und machen damit Fotos. Videos. Ja gut, okay. Fotografieren wir. Ja. Platz 27. Wir haben sehr viele. Die sind auch alle cool. Ich finde, wir könnten mal wieder Geschlechtskrankheiten sammeln. Fast das gleiche. Kriegst du vielleicht im Freizeitpark. Achterbahn und so, yo, stimmt. Finde ich aber auch, also ja, das kann ich verstehen, aber finde ich halt auch ein interessantes Hobby, wenn man das als Hobby zählt, wenn das irgendwie, wenn man das... Klar. Als ob man das wöchentlich macht. Es gibt Leute, also ich kenne Leute, die machen das wöchentlich, ja. Also ich sag mal so, man kocht ja wohl größer. Ach, ich reg mich da nicht. Ja, aber kochen ist halt so ein wenig Übel für viele. Ja. Das stimmt. Auch gehört habe ich Tennis. Wir hätten mehr Sport nehmen müssen. Was wir alle gemacht haben und sehr gerne gemacht haben und auch nochmal gerne machen würden, ist natürlich Camping. Yo. Das ist ein Hobby? Ja klar, hallo, also... Klar, guck dir mal, gerade wie aus Camping, ich komme nach Holland, Alter, Junge, weil die ganzen... Du? Genau. Die Karawanen hier gehört Linz. Zum Camping, Kochen und Grillen. Ja, aber pass auf, Grillen ist jetzt gleich dabei, Jay. Ja, wenn jetzt Grillen dabei ist, aber Grillen ist nicht Kochen. Nee, also wenn da jetzt Grillen stehen würde, hätte ich auch gesagt, dass Kochen, ne, da ist ja dann irgendwo noch ein Übergang. Aber 24, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den Sport nicht so ganz gut halten. Walken! Rennradfahren. Okay. Ja, Fahrradfahren war auch. Wir hätten viel mehr Sport nehmen müssen. Oh, warte mal, Fahrradfahren ist nicht dabei? Ist halt schwierig. Pass auf, die 23 ist natürlich noch Yoga. Ach komm. Natürlich ist es Yoga. Das finde ich aber Yoga gut. Bei Spielen kommt Yoga, Leute. Das finde ich aber gut. Doch Yoga ist ja noch verständlich so. Und jetzt, deswegen wäre das ein Problem gewesen, denn auf der 21 ist ein Mountainbike. Mountainbike fahren. Ja, beide Fußball Punkte okay, wenn du Fahrrad genommen, genau, wenn du Fahrrad genommen hättest du gar keinen Punkt bekommen, aber Mountainbike und Rennrad. Oder jetzt fragen müssen, welches Fahrrad. Ja, das aber das ist cool, natürlich dann auch ein Weg mit dem Zaunfall. Beide aber. Punkte bekommen. Nein, ich hätte einfach mal gefragt. Bram, dein Einsatz. Walken! Jawohl, ist dabei! Alte Menschensport. Das ist dann erst als Statement. Kann man auch nicht gewinnen. Dann hau mal den nächsten Sport raus. Wobei, das machen auch viele junge Leute. Super, also super für den Körper. Du wirst fit wie ein Turnschuh. Sex. Du kriegst einen richtig krassen Nacken.
Und eine Schulter vor allen Dingen. Gewicht heben. Ja, Formel 1 fahren? Schwimmen. So. Schwimmen. Ja, schwimmen wir ja auch drauf. Ich finde aber schön, Thermalbäder ist auch direkt mit dabei. Das, also das eine ist für mich anstrengend. Ey, Thermalbad kommt, ist sowas, geil. So. Kommt sowas wie Saunen noch? Oh, da noch? Kommt Saunieren ja. Bestimmt gleich noch. Boah. Von beiden Teams habe ich in der Vorbereitung gehört, feiern. Jo. Discos, tanzen, Clubs und Tanzen. Tanzen hatten wir auch. Dann kommen ja, wir gut, zum aber Weiter. Man geht ja davon aus, dass mal Kochen dabei ist und so ein Scheiß. Also unsere Kreuze waren jetzt ja nicht scheiße. Eigentlich. Nee, waren die auch nicht. Nee, waren die auch nicht. Aber waren trotzdem schön. Freunde sagen soll. Weißt du, das ist... Platz 16 habe ich letztens zum ersten Mal gemacht und habe festgestellt... Sammeln. Ist, war okay, ist nichts für mich. Sauna. Ah, Sauna. Okay. Ja. Ah. Ist auch nicht meins. Ich kenne wen, der das echt sehr, 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 sehr gerne macht. Ich kenne auch ein paar Leute, die gerne in die Sauna gehen. Das ist echt ein Volkssport. Ja, auf jeden Fall. Deshalb gibt es wahrscheinlich 15. auch so viele. Gesellschaftsspiele. Oh, guck mal, Peter. Das gibt's ja wohl nicht. Da ist es doch. Puzzeln! So. Scheiße! Puzzeln. Da ist Puzzeln. Hätte ich bei Gesellschaftsspiele und so mit reingepackt. Ja, Rätseln hätte. Zocken Rätseln wird auch noch immer noch, oder? Ja, ist auf der 2, Bram. Was fehlt noch? Zocken. Achso, ich hab also Poppen PC verstanden. Oder Videospiele auf der 11 spielen oder so. Ist erstmal Fitness und Kraftsport. Ja, okay. Das habe ich komplett vergessen. Das ist mir später noch eingefallen. Naja, das wäre wahrscheinlich Joggen gewesen, ne? War ich Sport nicht so geil. Ja, Joggen hat er auch gewollt, ne? Also, dann habe ich mich auch nicht gesehen. Okay. Fitness und so ein Kram. Alles, was jetzt nicht unbedingt Yoga ja, ist, Sinn, hätte ich gesagt, Sinn. Ist Fitness. Also. Die 8! Computerspiele! Oh. Zocken. Jo. Die 5 habe ich auch von jemandem gehört. Ich glaube, es war Dennis. Oder DJ auch. Rätsel lösen. Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel als Ort. Na klar. 5. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ganze Hälfte für. 50 plus DEP. Wir hätten, dann locker, wir hätten so. Locker die 17 geschafft, wenn wir einfach nicht die offensichtlicheren ja. Falschen genommen hätten. So. Ohne Scheiß. Ja, wir hatten so eine gute Liste. Die einzige, und dann hast den einzigen halt dann Falschen, den wir noch haben auf der Liste, ist Malen. Wenn Malen jetzt noch 2 und 3 nicht ist, dann, ist, dann hast ihr du Malen nicht mehr alle falsch. Malen habt ihr genommen. Malen haben wir ja genommen sogar, ja. Ja, guck mal, der Rest wäre richtig gewesen. Ja. Telefonieren haben wir noch. Platz 3 ist Shopping. Jo! Okay, da haben wir gar nicht dran gedacht. Nee, das dann ist Sepp natürlich eingefallen. Shoppen, ich war mir aber nicht shoppen, sicher, ob das ein Hobby ist. Unter also. Sammeln hatten wir das. Ja, das ist aber sehr weit hergeholt. Also da müsste man schon 5 gerade sein lassen. ja, und die 2, also die müsste irgendwer bestimmt auf der Liste haben. Ja, telefonieren. Nee. Es geht auch in die Richtung, aber ja, Social Media. Socializen! Hammer! Das ist, ja, Socialize. Also Internet, nee, Social, ja, nee, Internet. Media. Internet hatten wir aufgeschrieben. Ganz nicht, okay, kein Sex. Ha. Nee. Krass. Ja, die Deutschen mögen keinen Sex. Das ist scheinbar kein Hobby. Und kein Kochen. Kein Auto. Oder, ja, Auto, stimmt. Kein Auto. Wie viele Punkte haben die jetzt? So Auto waschen, Auto putzen, Auto pflegen. Naja. Wir haben 13 Punkte jetzt. 13 Punkte ja. Haben Sebastian und Peter. Aber wir waren auch richtig, richtig stark in den ersten beiden Runden. Ah ja, ihr habt immerhin 16 geboten, ne? Also 6, 7, 8. Ich zähle gerade durch, wie viele wir hatten. Aha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, boah, das ist schon spannend. 16. Ja, warte, Mann, 17. Warte, Mann. 18, ja, 19, ach so, 20, ja. 21 Sachen hatten wir. Boah, das ist bitter. Gut. Dann starten wir Runde 3. Und da hätte ich ein Ranking der Länder ja, mit komm. Höchster durchschnittlicher Nutzungsdauer ja, von okay, Social Networks weltweit im Jahr 2021 in Minuten pro Tag. Ja. Wow. Also, die Quelle ist Statista. Die Liste durch die Auswertung verschiedener Umfragen ermittelt, stellt einen Querschnitt durch sämtliche Altersgruppen dar. Auch finden sich in ihren Aktivitäten, die zwar an sich besonders beliebt sind, aber aus finanziellen oder organisatorischen Gründen eher selten. Nee, Moment, das ist noch die an. Moment. Das ist, darf man fragen, welche Social Networks damit inbegriffen sind? Ich gucke mir sofort diese Liste an. Weil es sind ja. Vielleicht gibt es ja irgendwelche, was weiß ich, welche Social Networks, die in Europa gar nicht interessant sind. Ich guck gerade, ob das beliebt ist. Das ist mal, also.
Es ist zum Beispiel, wenn ich das richtig sehe, ist zum Beispiel sowas wie WhatsApp dabei. Ah, okay. Ja, dann werden die Pendants wahrscheinlich auch dabei sein. Ja, also einzeln aufgelistet sind die nicht. Es gibt halt die Länder. Ne? Ja, okay. Ah. Da bin ich sehr gespannt. Auch da habt ihr wieder 5 Minuten Zeit. Ich ziehe Sepp und Peter. Bye-bye. Und eure Zeit läuft. Okay, also wir müssen natürlich auf 14 gehen. Jetzt haben wir halt super viele Länder. Wie wollen wir die denn auseinanderfrickeln? Ganz ehrlich, Jay, das ist bei den Fragen mit den Ländern immer dasselbe. Ja, es gibt eine Handvoll von Industriestaaten. Die kannst du einfach alle nennen. Die werden alle dabei sein. Ja, klar. Also ich gehe mal davon aus, dass wir... Ich dachte halt an sowas wie Lime, was quasi das WhatsApp-Pendant ist da in den asiatischen Ländern. Ja, deswegen ja China. Ist ja mit dabei. China, Japan, ja, Korea. Indien. Indien, ja, ist natürlich bestimmt auch also, groß. Natürlich können wir Indien und so weiter noch nutzen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die ersten, dass die G20, die sind dabei. Meinst du? Ja, müssen die. Warum müssen die dabei sein? Weil die doch in der... Also Brasilien ist doch in der... Okay, wird vielleicht wahrscheinlich G20 sogar drin sein, wenn wir jetzt Brasilien noch aufschreiben. Aber Brasilien wird doch auch safe großes Social-Media-Dingens haben. Ja, genau, natürlich, genau, aber alle Länder, das ist ja genau das, was ich meine, so gerade, so, umso weiter technologisiert ein Land ist, umso weiter digitalisiert, umso höher ist die Nutzungsdauer von Social Networks, ja. Sowas aber, wie WhatsApp und so dazuzählen. Aber was bringt dir da, also die Länder mit höchster Nutzungsdauer, dann gehe ich davon aus, wenn du halt ein Land hast wie Luxemburg, wird wahrscheinlich der prozentuale Anteil immens groß sein, aber der absolute Anteil wird halt deutlich kleiner sein als in Südafrika, weil ja, halt da viel mehr Menschen leben. Pro Person. Nee. Durchschnittliche Nutzungsdauer von Social Networks in Minuten pro Tag. Pro Person oder in absolut? Das wird pro Person sein. Ah, okay, dann könnte es vielleicht sonst doch wieder... Absolut werden die Zahlen dann viel zu hoch. Okay, dann kannst du ja auch Luxemburg nehmen. Ja. Also alle EU-Länder plus Japan, Südkorea, Russland von mir aus noch und China... Plus USA, ja, dann Kanada. Luxemburg Ende. Noch. Also auch hier nochmal, es geht Frankreich um natürlich die durchschnittliche Nutzungsdauer von Social Networks in Minuten pro Tag pro Kopf. Auf okay, alle Leute gerechnet. Wir sind jetzt nicht bei 754.000 Minuten, wenn man die alle zusammengerechnet hat. Aber auf alle Leute gerechnet, die in diesem Land existieren und nicht nur auf die Leute gerechnet, die ein Handy haben. Weiß ich nicht. Weißt du, in Kamtschatka haben 3 Leute ein Handy, aber die benutzen das den ganzen Tag und sind dann oft 1. Das Ranking der Länder... Und in Norwegen hat jeder ein Handy, aber die benutzen das halt alle nicht so viel. Aber ich glaube eher, dass das auf alle bezogen ist. Also halte ich für realistischer. Ja. Russland, wie sieht's denn da so aus? Boah, auch schwierig. Die gucken viel Fernsehen, habe ich da jetzt gelesen. Das stimmt. Weniger freies Internet. Das stimmt. Facebook gibt es da jetzt 2 auch nicht Minuten. Mehr. Ich glaube, da kann man schon mit den Standardländern wahrscheinlich wirklich gehen, ne? Ja, super schwierig einzuschätzen. Europa. Eigentlich müssten wir ja schon... Also die anderen werden auf jeden Fall 13 sagen. Wahrscheinlich vielleicht sogar 14. Und dann einfach tryen. Also ich würde an unserer Stelle sofort 14... Nee, wir können nicht sofort 13 sagen. Bei 13 würden sie halt auch nur punktgleich... Also. Ja, ich würde halt ehrlich tippen. Also wir könnten natürlich bis 26 gehen. Und wenn wir dann verkacken... Nee, wir gehen halt bis 13. So. Genau, aber man und könnte ja auch sagen, haben, wir nehmen dann 26 gehen wir natürlich auch noch weiter, und wenn wir verkacken, kriegen die nur halb. Genau, ihr könntet 25 sagen und würdet gewinnen, wenn ihr verkackt. Achso, nee, das machen wir nicht. Nein, wir nehmen schon realistisch. Aber wir haben nicht mal 13, ist das Problem. Ja, ja, genau, warte mal. Länder, Peter. Ja. Europa, Niederlande. Was ist mit Dachregion? Was ist mit Schweiz, mit Österreich? Belgien, würdest du die da sehen? Österreich. Wobei, in Österreich gehen die vielleicht schon mal raus. Das ist super schwierig einzuschätzen. Österreich, Schweiz. Was mit Portugal? Portugal, Portugiesisch? Portugal, stimmt, oder? Ja, bestimmt, ja. Ja, das ist unmöglich. Also wir kommen locker auf, wir kommen ja locker auf 40 mehr als 30 Sekunden Länder. Ja, genau, das ist halt die Sache. Deswegen nimm die größten, bekanntesten Volkswirtschaften und wir müssen darauf hoffen, dass die uns nicht auf 26 belten. Dass die da überhaupt nicht drüber nachdenken.
Tja. Und da du nicht bei dem im Team bist, werden die da nicht drüber nachdenken. Peter hat mich gut ausgefüllt im Dingens. Ja, aber der hat keine Regellücken gesucht. Ja, okay, dann sagen wir, werden wir gleich sagen, ja, wir wollen ja gewinnen, das heißt, wir müssen auf 14 gehen. Genau. So sollten wir gleich anfangen. Ja. 10. Okay. Und dann entscheide ich einfach, wie viele wir machen, das ist mir Latte. Wenn sie uns verarschen, dann gehen wir auf 26 Uhr. Ja, ich hol die anderen. Dann stellen wir die rüber, okay, auf die andere Seite. Ja. Mal 17. Das ist halt. Ja. Da ist Peter. Und hallo. Hallo. Sebastian. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Eieieiei. Das ist ja eine ganz einfache Sache. Emotional Damage. Ab durchs nächste Wespennest. Warum das denn, Jonathan? Ja, wie soll man das wissen, so, ne? Ja, tricky. Aber wir sind in Runde 3. Dennis und Jonathan dürfen beginnen zu bieten. Ja, eine andere Chance außer zu gewinnen haben wir ja nicht, indem wir 14 sagen, ne? Ihr hättet auch 13 sagen können. Stimmt, wir sagen 13. Nee. Nachher gehen die einfach auf 14. Nee, wir machen 14. Wir wollen gewinnen. Ihr macht 14. Wie sieht's aus bei Dennis und Sebastian? Macht ihr 15? Dennis, Peter und Sebastian. Peter und Sebastian. Ja, Jay, das klingt so ein bisschen wie ein Schlagersänger, ich weiß. Ja, nicht nochmal. So ja, 15 kriegen wir hin, oder? Peter, Sebastian. Wir haben 13 15. geboten, wir sollten erstmal 14 bieten. Ach so, Entschuldigung, ich hatte gedacht, 14 hat geboten. Wir haben 14 geboten. 14 sind geboten. Ja, Entschuldigung, dann muss ich mich entschuldigen. Nee, 15 machen wir noch, ja. 15 sind geboten von Peter, Sebastian. Ja, 16. 16. Macht ihr auch 17 wieder, die magische Zahl? Da würde ich nicht drüber gehen, Sebastian. Wir sollten uns einen Puffer erlauben. Aber wir haben echt viele Leute auf der Pufferliste. Ja, aber wir dürfen uns nur 3 Kreuze erlauben. Ja, wenn einer wegfällt, dann nehmen wir einfach einen von der Pufferliste. Okay, dann, okay. Oder? Machen wir einen. Ich will jetzt auch mal ein bisschen tryen. Wir haben hier 17 stehen und noch ganz, ganz viele auf der B-Liste. Das würde ich tryen. Also sagen wir 17. 17 sind geboten. Habe ich 18. Bram ist krass. 18. 18. Warte, ich habe gar nichts gesagt. Doch, Bram Jonas ist krass. Ja, dort, 18. Du hast, Alter, guck dir die Liste an, die du da aufgeschrieben hast. Alter, ratter. In 2 Sekunden Takt hast du mir die Dinger hier runtergeschrieben. Es gibt ja durchaus mehr Länder auf diesem Planeten als 30. Ja, durchaus. Aber Bram sagt aber sich so, ja, ich kenne die alle. Das ist easy snack. Ja, höre ich 19. Von Sebastian und Peter? Nein, ich musste mit Peter jetzt schon hart verhandeln, dass wir 17 nehmen. Das Land haben wir da schon. Was, wo ist denn das? Das steht schon auf unserer A-Liste. Ach so. Oh, da bin ich. Oh, hier werden die ihr könnt 18 machen. Ah. Nee, 17 habt ihr geboten. Nee, 18 habt ihr geboten. 18 mussten sie bieten, ja. 18 sind okay, geboten. Krass, sie haben uns nicht auf 26. Sie haben uns nicht auf 26 hochgeladen. Nee, das wollten wir nicht. Wir wollten ehrlich machen, wie viel wir auch haben und nicht solche Sportspiele. Was war das jetzt? Wo machen wir denn 18? Ich bin so krass wie welcher Welt. Dennis und Jonathan. Das werden wir niemals schaffen, aber anders haben wir keine Schritte. Peter und Sebastian lehnen sich mal wieder entspannt. Wir wollten ja antreten, aber das wurde uns nicht. Wir auch. Hey, wir haben locker genug. Locker. Wieder in der Liste. Also genug haben wir. Abfahrt. US und A. Oh, jetzt geht's hier direkt los. Also, nochmal, wir sind bei Minuten. Steh ich auf und mach aus. Social Kochen. Networks weltweit 2021 pro Tag. US und A ist Platz 24. mit 134 Minuten. Scheiße, wir sind am Arsch. Nein, pass auf, das sind immer noch Japan. Über 2 Stunden. Ja, also. Okay. Gemacht. Okay, Dennis haut raus. Japan. Was hast du gesagt? Japan. Japan, hat er gesagt. Und Japan ist euer erstes Kreuz. Was? Voll die gute Liste. Da kommt jetzt alles. Okay. Die afrikanischen Länder, pass auf. Okay, pass auf. Gehen wir einfach davon aus, dass asiatische Länder weniger Social Media machen, dass die erstmal nicht nehmen. Lass mal ein europäisches Land probieren. Dann Deutschland. Ja. Oh, Deutschland ist schon schlecht. Deutschland ist schon, naja, nee, doch, Deutschland wird es schon machen. Alter, Facebook, it is all the way. Für die ganzen. Ja, WhatsApp zählt ja auch, hieß es. Ja, ja. Stimmt. Also, Deutschland jetzt auch nicht ist dabei. YouTube ist YouTube auch ein Social Network? Klar. Ist das eure Antwort? Ja. Das ist unser zweites Kreuz. Okay. Deutschland ist in der Liste. Oh, Sammy. Auf Platz 45. Was?
Mit durchschnittlich 89 Minuten pro Tag. Das sind heftige 20 neuen Länder. Easy. Alter, okay, lass mir, okay, pass auf. Ich schaffe keine drei. Okay, Bram, let's, ja komm, dann lass uns jetzt komplett random gehen, dann lass du was wie Indien jetzt nehmen. Ja. Wenn Deutschland schon nicht dabei ist, dann müssen wir halt die Schwellenländer alle nehmen. Ich glaube, ja, Indien, okay. Indien ist gut. Indien ist auf Platz 17. Oh. Yeah! Guck mal, nur noch 16. Easy, okay. Snack. Nur noch Hammer. 16 Länder. Dann nehmen, sollen wir Brasilien dann nehmen, Jay? Oder ja. Mexiko oder sowas? Ja, wir nehmen jetzt auch alle die nehmen. Ist okay. Also? Brasilien, ja. Komm. Brasilien, ja, ganz safer Call, Platz 6, 221 Minuten. Das sind wirklich die ganzen Schwellenländer, okay. Alter. Mexiko. Wie geil. Gucken wir mal weiter. Viva la Mexico. Nehmen jetzt die antike 20-Liste. Wie heißt denn das, wie heißt denn diese dann, größere G-Runde? Irgendwie so G-Runde. Gehen wir mit Argentinien dann, Jay? 14. Was? Argentinien, Chile und so? Alter, keine Ahnung. Das ist halt 220, Alter. Amerika, ich weiß es nicht. Ja, Brasilien und Mexiko haben wir zumindest da auch schon. Oder willst du lieber Taiwan nehmen und so? Tja, also China und Russland sind safe auch noch dabei. Das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann China, also China, ja? Also, ja. Alter, China farmt doch Bitcoins über Social Media. Also. Also Brasilien, ja. Und Mexiko, wenn ich du mir das angucke, dass die beide zwei beziehungsweise 2,5 Stunden im Schnitt auf Social Media, sollten wir vielleicht doch irgendwie gucken, dass wir zumindest, also nicht Brasilien mit Portugiesisch, aber vielleicht Mexiko mit Spanisch beliefern oder so, sollten wir vielleicht unsere... Kriegen wir vielleicht hin, ja. Also unsere Sprache bestellen. Okay, sorry, welche Antwort war das von euch? China. China. Ja, China ist auch bestimmt dabei. Aber du hast recht, China hat so ein Social-Punkte-System ja auch, oder? Ja, und? Das ist damit nicht gemeint. Ah, das ist nicht, ja, da seid ihr leider raus. Die haben Lime. China. Und WeChat. Und Alibaba.com. Aber da haben die keine Daten drüber veröffentlicht, oder? Deshalb können die leider nicht mit reingenommen werden. Ja, als ob, ey, und komm, ey, das ist doch so scheiße. China. Das ist einfach eine Kacke heute. Social Media. Ja, ist nicht dabei. Sepp meinte, die haben auch Oberzeiten. Die dürfen nicht den ganzen Tag auf Social ich Media. Ja, aber wenigstens mehr als 2 Stunden. Ja, ist nur beim Zocken, okay. Also ich würde auf Anhieb sagen, es gibt 3 Länder auf dieser Erde, wo ich sofort sagen würde, da ist alles reglementiert, was online passiert. Und China ist leider eins davon. Sie haben 4 geschafft. Ja gut, bitter. In so einer rigten Liste machst du da halt auch nix. Das ist bitter. Aber China ist halt, also du musst ja überhaupt erstmal... Ich glaube, Instagram, weiß ich gar nicht, wie das da funktioniert oder so. WhatsApp haben die da, glaube ich, gar nicht. Kochen. WhatsApp gibt's nicht. Kochen nehmen sollen. Ne? Also, WeChat Kochen, haben die halt. Kochen ist nicht dabei. Ich wollte auch China draufsetzen, aber Sepp meinte, China, schwierig. Nee. Auch, dass die da Angaben drüber geben, kann ich mir auch nicht vorstellen. Irgendjemand von uns muss übrigens einen Statista-Account haben, weil die Liste kann man sich nur angucken. Ja, Sven hat den. Sven hat den. Sonst hätte ich nämlich, gut, so die Liste sehe ich nämlich nicht. Ich würde nämlich tippen, China macht keine Angaben darüber. Gehen wir mal durch. Nachdem Deutschland schon nicht dabei war, wäre ich alle Schwellenländer durchgegangen in Südamerika. Nahe, die europäischen Staaten zu nehmen, beziehungsweise Industriestaaten. Damit ist, beziehungsweise wäre man böse auf die Nase gefallen. Wir fangen mal an. Platz 30. Israel. 118 Minuten. Ist ein Industrieland. Ja. 29. Irland. Ist ein Industrieland. Einzeln. 28. Dänemark. Ist ein Industrieland. Alter, und Deutschland ist wahrscheinlich mit 117 da auf Platz 40. Wahrscheinlich sind alle anderen jetzt dabei, nur Deutschland ist so der herausfallende nach unten. Ja, Schweden. Ja. Jawohl, yeah, Platz 27. Jawohl, komm, also Finnland. Ganze Liste. Finnland, Norwegen, it is, komm weiter. Ja, wir geil. Gehen jetzt ein bisschen weg aus Europa. Aha. Und gehen nach Taiwan. Oh, Taiwan, doch dabei. 124 Minuten, immer noch 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir aussieht. Naja, noch weiter weg. Neuseeland, Platz 25. Dann ist Australien auch dabei. Jetzt fliegen wir wieder zurück. Nach Rumänien. 147 Minuten. Das ist ein Sprung. Das finden wir nicht. Jetzt kommt eins der Länder, die ich, glaube ich, nicht mit reingenommen hätte, was aber riesig groß ist. Russland. Oh. Haben wir auch.
Russland hat, ja gut, China und Russland Minuten, ist ein dasselbe da in dem, muss ich sagen. In dem gewesen für uns. Ja, ich hätte gedacht, es wäre mehr. Also, wie gesagt, Russland und China sind auf Twitch zum Beispiel auch nicht klein. Ja. Und deswegen habe ich halt safe auch für mich dann... Halt, China also für auf mich Twitch? Ist, ich, klar. Habe ich schon mal Chinesen auf Twitch gesehen? Ich glaube immer nur Koreaner. Sind das, ja, Koreanisch. Ach, das ist Korea. Korea! Aber ich bin mir nicht sicher. Korea, ich dachte, das wäre China tatsächlich. Ist Platz 21. Okay. Twitch ist eine freie Plattform, Jay, das gibt es in China nicht. Und wenn ich mir das so richtig ansehe, kommt jetzt der letzte europäische Staat mit Portugal. Oh. Uff. Und jetzt springen wir ein bisschen. Wir gehen nach Marokko mit einer Minute mehr. Da ist der afrikanische Ausreißer, Bram. Ja, da wird, glaube ich, noch mehr geben in Afrika. Nein, da kommt Ägypten bestimmt auch und so weiter. Ja. Erstmal Singapur. Ja, Madagaskar ist, Singapur. Das sind doch die ganzen Asiaten. Was machst denn du hier? Dann setz dich mal hin. Türkei ist Platz 16. 15 ist wieder Thailand. 14. Malaysia. Alter, ganz ehrlich, warum ist denn Japan nicht dabei? Die müssen arbeiten die ganze Zeit. Weißt du, das ist doch voll scheiße. Keine Zeit für Social Media. Du sagst Japan, dann heißt es nein und damit schließt du die asiatischen Länder natürlich erstmal aus und. Oh. Schwierig, ich weiß. Afrika, hey, Bram, das ist einfach die Folge der rigten Listen. Ja, wirklich, ja, da machst du nix, ey. Da machst du gar nichts. Ihr übertreibt doch immer mit euren Geboten, muss ich sagen. Ich finde ja. das auch. Ihr solltet da einfach mal ein bisschen. Wir haben Bonschen vier Peter! Okay, Platz 12, VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate. Als ob die das haben dürfen! 184 Minuten. Warum doch, die müssen ja den ganzen Tag die Gebäude und alles posten. Das ist doch safe, posten. Wahrscheinlich alles so Urlaubersachen. Nein, das sind die Reportagen über die Sklaven in Katar. Ja, in Thailand hier, Phuket, da ist richtig geht's ab. Deutschland ist passiv dabei, indem du im Ausland immer im... ja. Das kann natürlich sein. Weil die dann die ganze Zeit auf der Liege abschimmeln und dann... Also kommt Mallorca gleich auch noch als eigenes Land oder was? Nee, erst kommt Ägypten. Oh, ja, siehst du, deine ganzen Urlaubsländer. Indonesien, Platz 10. Bali. Die ganzen Urlaubsländer, ja. Doch, Indonesien ist mega schön. Saudi-Arabien. Ja, aber nur die Männer. Platz 7 hättet ihr auch fast genannt, ist Argentinien. Guck mal, wir wären mit Südafrika, Südamerika wahrscheinlich, außer die sind jetzt die letzten 5 auch auf die Fresse geflogen. Ja, wir gehen jetzt eher wieder nach Afrika, und zwar nach Südafrika. Platz 5 mit 223 Minuten. Dann springen wir wieder nach Südamerika. Kolumbien. Ja, moin, Alter, so ganz ehrlich, mich krass. Überrascht hat total, aber ich finde das cool, weil in der Regel waren das immer so die üblichen Staaten in diesen Listen, wenn man über Länder gegangen ist. Und diesmal nicht. Und damit bin ich zwar jetzt auf die Fresse gefallen. Finde ich auch Shame cool. On me, aber ich finde es geil, dass es halt nicht die üblichen 36 Industrieländer sind, dann ist gut. Ja. Platz 3 haben wir noch Ghana. Dann auf der ja, wirklich das Gegenteil davon, ja. Lol. Die Philippinen. Hey, Urlauber. 1. 247 Minuten durchschnittlich. Südkorea. Eins der größten Kurs, Länder, was Südkorea ist nicht mal dabei. Indien. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber haben die meisten Filme im Jahr rausgeballert. Nigeria. Was? Nigeria. Ghana und Nigeria Platz geht richtig 1. ab auf Social Media. Also wir sollten vielleicht da doch mal Kolumbien, Mexiko, Argentinien, Leute, da sollten wir, ja, oder... Was spricht man denn in Nigeria? Nigerianisch. Nee, ist das vielleicht also deutsche Besatzungsmacht und so, wer weiß. Vielleicht können die ja Deutsch. Sie sprechen ja Deutsch. Oder Holländisch. Ich glaube, ich vergebe mal eben schnell 9 Punkte an Sebastian und Peter. Das ist Namibia. 22 Punkte für Sepp und Peter heute durch können wir jetzt eine Leistung dran nehmen, erwirtschaftet. Ja? Einfach hinten. Aber Jay und ich 23. Die haben einfach Jay und Dennis entweder gut reingelegt oder gebaitet. Ich fühle mich so durchgenommen einfach. Ja. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Das war's für heute mit Wer bietet mehr? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.